Our heroes to a strange forest, where they had encountered goblins and enormous creatures. After facing the perils of the forlorn ruins, they came to a great big steaming swamp. However, they were unaware that someone was now following their journey with great interest. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Twine 2. Oh, ich bin jetzt irgendwie der Zauberer. Ich bin die Tussi. Ja, wie wechselt man Hilfe mit... Jetzt bin ich Ritter. Ich bin immer noch der Zauberer. Bin du mal... Sepp, du bist so unglaublich leise. Immer so noch. Unglaublich ganz so leise. Ja, mit Snoop. Hallo. TPNX. Hey. Und mir Elo. Drück mal die 3. Die 3. Ah ja. Oder die 2? Auf jeden Fall. Jetzt. Jetzt. Okay. So, ein... Werde ich hier gleich wieder versucht in den Tod. Wenn ich gleich wieder in den Tod stirbt. Hier hatten wir sogar aufgehört, glaube ich, oder? Ja, der letzte Speicherstand sozusagen. Aber gut. Oh, da ist Feuer. Feuer, Wunde. Oh, die mögen kein Feuer. Ich fürchte, lieber Herr Zauberer, da müssen Sie mit Ihrem Rohr das Feuer umleiten. Mit meinem Rohr? Wo ist das Rohr? Das liegt hier hinten. Ja, ja, toll. Man kann auch diese Steine, ich bin so stark, ich kann die Steine hier rüber schieben. Okay. Warum bin ich denn da jetzt so? Oh. Ah. Na, mit dir ist es zu schwer. Ich bin doch ganz leicht. Jetzt, huhu. Achso, das ist ich dachte schon, hä? Ja, keine Ahnung, der lag da in der Gegend rum. Ich hab aus Versehen Bubbles gebaut. Ja, lass mich hier mal rauf, oder? Achso, komm rauf. Oh, andersrum. Nee, Entschuldigung. Ich bin verwirrt. Ja, ja. Seid dann links. Links? Nein! Zoomen wir nochmal. Ja. Danke. Also für sein Aussehen ist er sehr geschmeidig, der Ritter. Das Bienen. Platsch. Aha. Nein. Alleine deine Scheiße. Wir gucken Kinder zu. Ja. Entschuldigt bitte. Ah, oh, meine schöne Dusche hier hinten. Hier ist Wasser. Da müsste man vielleicht mal das Wasser auch umleiten, damit man an die Bubbles kann. Ja, womit? Weiß nicht, vielleicht mit einem Rohr? Ich hol mal mein Rohr. Nur noch etliche Rohre. Ja, aber ich kann nicht alle nehmen. Gut nicht. Also ich schon, aber jetzt kommt bringt nichts, ne? Keiner mehr rein. Jetzt geht er mal weg da. Nee, geht nicht. Ja, dann lassen wir sie liegen, oder? Ja. Mars ist schon davon geflogen. Oh, und ich rutsche die ganze Zeit ab. Nö! Ich hätte hier schon mal ein paar Goblins mit meinem unglaublich coolen Eisfall. Geh runter! Warte! Schwarze... Oh, toll! So, geh weg! Och nein! Ey! Ey! EAD! Cool!
Hat er mich einfach aus dem Weg gefahren. Ich bin immer der, der euch komfortabel nach oben bringt. Oh, ich bin tot. Ja, ich muss hier den Hebel umlegen. Aber es ist nicht so einfach, EAD gleichzeitig zu drücken. Also ich kann das ganz gut mit dem Gamepad. Ja, ich spiele ja ohne. So, vielleicht kann das auch nur so ein Strongman. Nee, nee. Ich komm nicht hoch. Kriegst du nicht hoch wieder? Nee. Es liegt auf Tanga. Ach, okay, hier muss man das halten. Jetzt könnte quasi wer durchgehen. Ja, aber ich bin noch tot. Ja, muss Sepp mal da hochkommen. Ja, ich Sepp kommt nicht hoch. Ja, dann komm ich mal wieder. Kannst du mal ein Stück zurückrennen, dann werde ich gerettet. Yay. Ah, jetzt muss ich hier den Hebel benutzen, Mars, halte. Ja. Jetzt geht hier eine Tür auf. Ich bin jetzt warten wir immer noch auf Sepp wahrscheinlich, ja? Ja, ich komme nicht hoch. Dann gehen wir da raus, Snoop. Hat eine wahnsinns tolle Formation gehabt jetzt gerade eben. Das war Ballett. Und wie sollen wir ihm jetzt da hochhelfen? Indem wir einfach mal die Charaktere tauschen und nicht einer von euch hochfliegt. Naja, wieso? Du musst doch einfach nur auf diese Bubble darauf. Mhm, und dann? Ja, jetzt? Toll, genau. Tschüss. Einfach nur auf so eine Bubble springen. Ja, pass mal auf, dann zeig ich dir mal was. Ja, zeig mir mal was. Pass mal auf! So, jetzt ist der Mitte nicht so, dass die Bubble nicht weggebubbelt wird. Pass mal auf, du kleiner Hoden. Ja, du musst auch. Ja, jetzt. Warum klappt das, wenn ihr zuguckt? Spring! Na, das war zu früh. Komm, ich zeig dir das mal, wie das geht. Geh weg! Nee! Einer nach dem anderen. Auch nicht schlecht. Ja. So, dann tauschen wir mal die Charaktere, da kann mich mal einer von euch beiden hochfliegen. Komm hier. Das ist ja auch nicht. Ja, jetzt klappt's auch noch. So, rein? Wenn der nah genug dran ist. Mann, Leute. Sehr spannend, ja. Oh, komm her, Diggi. Du hast hier eine schwere Geburt. So. Ah, Achtung. Ich hab schon was. Oh, ich kann den bestimmt verbrennen lassen. Oh, neu. Ich hab meinen verbrannt. Oh. Die kommen vielleicht erst, wenn wir zu dritt hier oben sind, weil jetzt ist auch hier hinten die Tür zu. Paragoblins hatte ich schon umgebracht, ja. Ach so. Der ist doch tot, oder? Der da oben. Achso, ich spiele schon wieder mit Leichen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Oh. Er ist aber noch nicht tot. Was kommt? Wo kommt Nein. der denn her? Ich wollte ihn doch gerade braten. So. So, jetzt machen wir den Hebel. Ich mache den Hebel. Wenn ich ihn ziehen könnte. Ich kann den Hebel nicht mehr ziehen, weil die Tür schon offen ist, Mars. Ich mach mal was, Lass mal los! Ja, wenn ich loslasse, geht's wieder runter. Kann man nicht das Ding da oben? Oh. Das wär gut. Und jetzt kannst du bestimmt das schwarze Dinger da kaputt machen. Lass mal runter? Ja. Yay! Was ein Rätsel. Ja. Spend a whole day in this mud. Oh, und it shows on my hemline. Oh. Hello. Wo bin ich? That flower spoke. Nonsense. Flowers don't talk. Can you please help me? Of course, Lady Flower. Find my sister on the other side of this swamp. I. Oh. Okay. Are we looking for another flower? Don't worry, Lady Flower. Let's go!
Oh, Blume. The heroes had found themselves in a magical forest. Pontius had been quite taken by the ladylike flower they had encountered. Amadeus thought the matter with the flower was some kind of an enchanted practical joke. Zoya didn't think this or that about the flower. We'll wait and see, she pondered. Flower. Ja, dann machen wir doch genau das. Also ich bin verliebt in eine Blume. Yes. Tja. Let's interrogate all the flowers in the forest. Something smells wrong. That gas cloud. It reeks of death. Okay, auf alle Fälle nicht so schießen da oben. Ich würde sagen, klassischer Jump and Run. Ja, und Sepp haut sich selber die Blume von. Oh, ich habe ein Level up. Feuer. Feuerschwert. Oh. Verdammt, schon tot. Oh, was sind das da oben? Also das da oben sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es nicht. Komm her. Okay. Hier oben, da oben klemmt eine Kiste. Hinten fällt man ganz, ganz weit runter auf alle Fälle. Ist das gut? Wie kommst du jetzt darüber, Sepp? Das weiß ich noch nicht. Und hier sind auch jetzt immer irgendwelche Blumen, die uns angreifen. Ja, ich kann nicht schlecht, und dass wir jetzt die Kisten nicht mehr haben. Ey, die kann Sepp doch malen. Ja, jetzt glaub ich was anderes. Gefallen mir meine. Jetzt ist meine Kiste weg. Hui! Oh, eine Kiste. Das dunkle Moor. Ich muss mal hier kurz einen ableveln. Also hier oben sind noch ganz viele von diesen Hobels, aber da bräuchte ich nicht direkt schon drauf fliegen. Sofort. Ich hab nämlich gerade was richtig cooles gemacht. Du kannst jetzt 5 Kisten beschwören. Kann Planken bauen. Planken, yay! Ah, jetzt ist Feuer und Eis. Oh, ja, danke. Ach so, ich wollte eigentlich nur hier rüberspringen. Ja. Jo, passt. Diesen riesen Hammer. Wie viel Planken kann man denn da bauen, bitte? Ich glaube, wir müssen da jetzt so oder so rüber. Ja, würde ich auch. Selbst ich komme da nicht mehr hoch. Also wieder zurück. Dann hier hoch. Dann hier rüber, wo ich nicht rüber komme. Ah ja, sehr schick. Ja, super! Da oben sind noch etliche von diesen Probeln und fliegender Teppich. Okay, war's. Das ist der schnellste Weg nach unten. Oh, ich glaube, hier gehen wir kaputt, wenn man da drauf fest. Oh, das kann uns der Sepp ja vom Hals halten, würde ich sagen. Nein! Oh, hoppla! Oh, Elo down. Sepp, bitte. Müssen uns wiederbeleben. Ja, ich muss hier erstmal gerade rüberkommen. Na gut, belebt mich. Hier ist ein Hebel, ah okay, den brauchen wir noch nicht.
Wasser. Hier ist schon wieder so ein Rohr. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Kommt mal hier in die Ecke. Das ist eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe. Hilfe! Aha. Wie er guckt, wenn ihm so eine Planke auf den Kopf fällt. Mal, so jetzt so. Da komische Sachen. Ey, öffnen. Schatztruhe öffnen. Juhu! Ein Sammlergemälde. Da muss mal der Dicke liegen holen. Hier, komm. Steck auf. Ach so. Ich glaub schon. Nee, Feuerbogen geht auch mittlerweile. Ah, okay. Gut, dann brauchen wir dich doch nicht. Ich hab schon wieder Level Up, aber nur einen Punkt. Den müssen wir sparen. Während Sepp da ein bisschen durch ihn bastelt. Lass mal los noch. Was ist dein Pfeil? Dein... Na, das kann hier. Ne, ich will nicht wechseln, sorry. Ja, jetzt. Ach so, warte mal, ich hab eine Idee. Ja, Sepp, geh noch mal. Sepp, geh noch mal. Genau. Geh noch mal auf dieses heiße Ding da und lass dich da noch mal hochblubbern. Ungefähr. So, jetzt da hoch, genau. Und Sepp auch, weil dann kann ich dich auch mal... Nein, Sepp, du kommst doch da sonst nicht hoch und du holst mich dann rüber. Ja, also da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Hoch mit dir. Oh, more magic water. So? Du fällst da jetzt gleich runter, Sepp. Okay, yay! Da drüben waren aber noch so Dingsies, ne? Ja, aber da kommt man von oben, oder? Ich bin schon wieder reingefallen. Ja, ich auch schon das zweite Mal. Da hat der große Bubbel. Komm mal. Ich weiß auch, was gegen da reinfallen hilft. Ja. Und für dich habe ich noch die hier. Okay. Ja, also, genau, springen wir da oben rauf. Und jetzt lass das Wasser da mal durch. Jetzt wächst hier gleich irgendwas. Ja, aber nicht gut ist, glaube ich, oder? Nee, das ist schon gut, weil das hilft uns dann nach oben zu kommen. Ach so. Mehr Plattformen. Ich finde den Pontius so cool. Warte mal, ganz viele Artillerie- und Flak-Dinger. Jetzt habe ich ihn. Habt ihr hier oben schon alles abgegrast? Ja. Ne, eine war noch. Durchgeflackt. Ich hab meinen Vetter Goblin gerade vor das Ding hier gehauen. Ich mit diesem jetzt auch tun werde. Zack. Das ist der Endboss, so? Der ist schon tot. Ah, da oben ist aber noch so ein... So eine Superbugel, so super.
Naja, komm lieber hier hoch, weil hier sind so... so diese Fallendinger. Ist besser, wenn du die abhältst. Und mir die jetzt mal voll wieder in die Fresse aus. Ich kann nur eine gleichzeitig festhalten. Ach, jetzt stell dich mal nicht so an. Du hast doch zwei Hände. Immer diese Zauberer. Ja, aber echt, ey. Du kannst doch auch zwei gleichzeitig festhalten. Oh, oh. Voll gesqueecht gerade. Nein. Ich spring nicht weit genug. Mal, glaube ich, ein bisschen später abspringen. Hier runter zu mir, ja, danke. Ja. Hier gibt's ein Rätsel. Erstmal muss das Sepp ja jetzt da auch durchkommen. Ach so. Er fehlt mal wieder. Ja, ich rette ihn. Ja, kommt schon. Ah, da ist er ja. Yay! Hallo. Hallo. Captain! Captain, Captain! Geh doch da mal weg! Ne, das kann es eigentlich nicht sein. Ja, okay, so wollte ich das haben. Nee, genau! Jetzt, geh doch mal weg, Kinders. 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 Der bastelt sich da einen so recht. Bist du sicher, dass man die Rätsel hier so lösen jetzt bin soll? Ich hier, jetzt bin ich hier eingeklemmt. Jetzt muss auf der anderen Seite noch einer das wieder hochmachen und dann... Ja. das sind Physikrätsel, ja? Aber, Hauptsache Physik. Das ist aber extrem kreativ gelöst, glaube ich. Boah. Gerade Ziel daneben gesprungen ist, der Pontius. Aha. Ich kann jetzt unsichtbar werden. Yeah! Alter, ich komme da nicht rüber. Was schießt da auf mich? Hier ist aber nichts. Nee. Ach doch, da. Wisst ihr, was das Schöne ist? Dass ihr jetzt wieder drüben seid. Zum Glück bin ich nicht der Zauberer, ey. Alter, das ist scheiße. Komm mal her, Schnecke. Du schaffst es. Yay! Yeah! Snow runtergefallen. Ja, das macht ja nichts. Zack, zack. Ih, glitschig. Oh oh. Oh oh. Goblin. Und er guckt noch in die andere Richtung. Hebel benutzen steht da. Boah. Alle tot. Okay. Wir sollten vielleicht mal ganz schnell den Hebel benutzen. Aber wir haben ihn ein bisschen was abgezogen. Das hat nur... Für den großen Kobold. Für den Kobold jetzt noch da. Ich weiß nicht, was ich mache beim Hebel benutzen, aber das dauert extrem lang. Öffnen wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich einfacher sein, wenn der Kobold tot ist. Dieser Troll Kobold. Okay, also oh. Ich bin zwar unsichtbar, Sepp! Aber nicht unbesiegbar. Spring an die Kugel! Ich wollte mir ein Schild bauen. Du wolltest hier ein Schild bauen, oh yeah! Ich wollte eigentlich Hammer werfen. Der Hammer nicht da. Hängt da fest. Damage, Full Damage. Ich bin tot. Problem des Zauberers. Aber so ein Zauberer, der hat ja jetzt keinen Spell, mit dem man Damage machen kann, ne?
But how will ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal kurz Pause. Während Sepp hier alles voll mit Gegenständen wirft. Und wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.